Hi Jennifer, schön dich hier zu haben und schön, dass du einmal deine Session beim Corporate Learning Practice Camp vorstellst. Wer bist du denn und was bringst du uns mit? Hallo Sinja, ich bin Jennifer Fritz. Ich bin Expertin für Geschichten, die Wissen erzählen. Das heißt, ich verbringe meine Tage mit Storytelling und Learning Experience Design. Und als Session bringe ich euch mit, wie man mit KI schneller, besser E-Learnings erstellen kann. Das ist natürlich alles noch mit Einschränkungen. Wir sind ja gerade erst am Anfang einer Revolution, und da muss man mal schauen, wo sind die Limitationen, was funktioniert schon gut. Und in meiner Session probieren wir das ein bisschen zusammen aus. Sehr cool. Ich freue mich drauf. Wie bist du denn da drauf gekommen? Einfach gerade großer Trend. Ich habe Anfang des Jahres schon direkt angefangen, mich damit zu beschäftigen, zusammen mit meinem Content-Netzwerk, den Content Queens. Wir sind so alle so auf verschiedene Bereiche aufgesprungen. Und da ich natürlich im E-Learning unterwegs bin, hat mich der Bereich am allermeisten interessiert. Und ich habe jetzt im April, Mai, Juni sehr viel rumexperimentiert und habe so ein ganz großes sechswöchiges Experiment gemacht, wo ich gesagt habe, okay, kann ich mit KI schneller ein E-Learning erstellen, als ich das könnte? Im Moment ist die Antwort noch nein. Aber ich habe dabei natürlich für meine Arbeit rausgefunden, was kann es schon gut, wofür würde ich es nutzen, wie muss ein Prompt aussehen, damit er auch tatsächlich funktioniert, welches Tool würde ich nutzen. Ich habe mich in dem Fall zum Beispiel für Bing entschieden, weil Bing mir Quellen mitliefert, im Gegensatz zu ChatGPT, was immer so ein bisschen eine Blackbox ist, wo kommen die Informationen jetzt her? Und das würde ich gerne eben weitergeben. Wie arbeite ich so mit Bing, dass es mir in der Erstellung meines Contents tatsächlich nutzt? Alles klar, super cool. Das heißt, wir als Teilnehmende würden dann quasi daraus mitnehmen. Was genau? Wie prompte ich eine Text-KI? Wie nutze ich es zum Beispiel für die Lernzielerstellung? Natürlich auch mit Einschränkungen, aber wie kann es mir in der Texterstellung am besten assistieren und für verschiedene Szenarien von zum Beispiel eben Recherche über erstell mir eine Aufgabe, wie mache ich das am besten? Und für all diese Sachen einerseits die Stärken, aber eben auch die Limitationen, ne? Super Genau. cool. Brauchen wir dafür irgendwas? Sollen wir irgendwas mitbringen, außer einen Laptop mit Bing? Um Bing zu nutzen, braucht man Microsoft Edge. Das heißt, ich habe ein Miro-Board erstellt, auf dem sind auch Links und QR-Codes. Das heißt, man kann sich es auch direkt in der Session noch runterladen. Das ist kein Problem. Ihr könnt natürlich vorher schon ein bisschen rumspielen, wenn ihr möchtet. Das finde ich immer ganz gut, wenn man sich so ein bisschen orientiert hat. Aber es ist keine Voraussetzung. Smartphone funktioniert übrigens auch. Also es muss kein Laptop sein. Alle Digitalgeräte mit Internetanschluss sollten funktionieren. Dann kriegen wir das doch hin auf jeden Fall. Super, lieben Dank für die Vorstellung. Ich bin schon gespannt auf die Session und dann sehen wir uns in Berlin. Vielen Dank. Ich freue mich auf Berlin. Bis dahin. Ciao. Ciao.